Also, Sebastian Loh mit Konzeptentwicklung eines Tiny Houses. Danke. Also, ich stelle hier sagen, mein Konzept vor für das nächste Projekt. Wie Martin schon angedeutet hat, habe ich aktuell auch schon ein Projekt, in dem ich wohne seit einer Weile. Aber erstmal kurz nochmal zu meiner Person. Also ich bin Ingenieur für Feinwerk und Mikrotechnik, habe mich aber halt eben schon seit Kindheit mit Holzbasteln, Elektronikbasteln beschäftigt. Eben vor gut 6 Jahren fing es dann an mit Tiny House, generell Wohnraum reduzieren, flexibler sein und sich auch kreativ ausleben dadurch. Habe mich sozusagen autodidaktisch da reingelesen, viel Forenrecherche gemacht und so weiter und so fort. Und habe halt eben vor 5 Jahren das erste Projekt fertiggestellt und bezogen. Das erste Projekt sieht jetzt natürlich jetzt noch nicht so nach Haus aus, sondern mehr nach Lastwagen, weil ich wollte mobil sein, ich wollte flexibel sein. Ich wusste noch nicht genau, wo ich lande damit und habe mir deswegen einen schönen, robusten, alten Oldtimer-Lastwagen gekauft und habe den angefangen auszubauen. Und zwar mit so lustigen Gimmicks wie, okay, wir nutzen die Gegebenheiten und bauen einen Balkon dran, ein schöner Balkontür. Und eben halt auch drinnen komplett ausgestattet mit Küche, und Sitzecke und auch noch Sanitärräumen, Toiletten und so weiter und so fort. Jetzt geht's los mit einem neuen Projekt. Und zwar als Basis diesmal ein Anhänger. Ich habe ein bisschen mehr Platz. Vor allen Dingen kann ich jetzt die Wände aus Holz aufbauen. Gibt mir mehr Baufreiheit, Kreativitätsfreiheit. Es ist auch so, dass ich festgestellt habe, ich bin nicht ganz so viel mobil. Ich stelle jetzt meinen Lastwagen auch nicht mehr so häufig um wie anfänglich. Und deswegen kann ich auch was bauen, was man jetzt erstmal auch ein paar Jahre da parkt oder länger dort parkt und da drin entspannt leben kann. Das heißt, die Mobilität fällt so als haupteinschränkender Faktor weg. Das Wohnklima in einem reinen Holzhaus finde ich auch angenehmer. Ich habe jetzt auch ein bisschen mit dem Lastwagen schon viel Holz verwendet innen drin, auch viel Masse, was halt möglich war. Aber hier kann ich dann doch, muss nicht ganz so sehr aufs Gewicht achten. Und Holzwände haben halt eben auch, man kann es besser dämmen, man kann es von mir empfinden auch schöner aufbauen. Jetzt kommen wir ein bisschen ins Theoretische bezüglich Dämmung. Links sieht man so ein bisschen so einen typischen Wandaufbau von meinem aktuellen Projekt. Ich habe auch schon eine relativ dicke Schicht an Isolation reingebaut. Außen natürlich der Blechkasten. Dann kommt eben halt hier eine Schaumdämmung. Leider Plastik, aber da die Feuchtigkeit durchs Blech und nicht raus kann, muss das Ganze diffusionsdicht sein. Das heißt, es darf keine Feuchtigkeit in die Dämmung reinkommen. Weil außen ist es kälter, man sieht diesen Temperaturverlauf und die Feuchtigkeit, die im warmen Wohnraum ist, in der Luft drin ist, wenn die abkühlt, die Luft, dann kondensiert die Feuchtigkeit. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Wäre jetzt sozusagen das Ganze diffusionsoffen, das heißt, die warme Luft könnte bis ans Blech ran, hätte ich dort die Feuchtigkeit, würde dann niederschlagen, ich hätte einen Gammel in der Wand. Deswegen halt eben bei dem alten Projekt Schaumdämmung und innen drin eine Multiplexplatte. Das neue Konzept eben ist eine diffusionsoffene Dämmung. Da habe ich ganz außen halt eben für Witterungsschutz dann eine Verbretterung. Auch gleich mit solchen Nasen dran, damit der Regen halt schön abtropfen kann. Dahinter ein Luftspalt, natürlich geschützt, dass keine Insekten reinkommen. Dass halt eben da die Feuchtigkeit, die aus der Dämmung austritt, ablüften kann, aber halt eben durch die Außenschalung kein Regen direkt drankommt. Dann möchte ich überwiegend Holzfaserdämmung verwenden, eben wegen Naturstoff. Außen halt eben eine feste Platte imprägniert. In der Mitte dann halt eben eine bisschen geringere Dichte, hat ein bisschen höheren Dämmungswert. Innen dann eine Dampfbremse, damit doch es nicht alle Feuchtigkeit von drinnen rauskommt in die Dämmung, sondern ein bisschen gebremst ist. Ein bisschen Feuchtigkeit kann in dem Konzept immer noch in die Dämmung reinkommen, ist kein Problem, lüftet draußen ab, aber halt eben nicht komplett alles. Und innen kann ich jetzt hier auch mit Fichtenbrettern oder allem im anderen arbeiten. Außen halt eben Lärche ist beständiger, drinnen kann ich dann nach Geschmack nehmen, wahrscheinlich Fichte, weil sieht ganz nett aus und geht auch günstig her. Die Wandaufbau sieht jetzt so von oben gesehen aus, so aus. Beim alten Projekt halt eben war ja auch das Problem, wie kriege ich jetzt bei einem fahrenden Fahrzeug meine Wandverkleidung so fest, dass es die nicht losrüttelt, dass sie mir nicht runterkommt, wenn ich fahre. Deswegen habe ich die direkt mit dem Rahmen verschraubt.
bringt natürlich Kältebrücken. Hier sieht man auch so, jetzt nach 5 Jahren in den Ecken, die nicht so gut belüftet sind, hat sich dann nochmal am Schraubenkopf so ein Tick Rost gebildet. Weil gerade im Winter, wenn man drin wohnt, oder bei Regenzeit, gerade die Übergangsphasen eigentlich fast kritischer. Ist die Luftfeuchtigkeit drinnen hoch, außen ist es kalt. Die Kältebrücke ist dann halt eben auch, man sieht, bringt die Kälte blau von außen ran an den Innenraum. Beim neuen Konzept ist es so, dass ich halt eben keine durchgängigen Schrauben verwende, um halt eben keine Metallbrücken nach draußen zu haben. Das heißt, innen die Schraube auf Raumtemperatur, außen die Schraube auf Außentemperatur und in der Mitte halt eben dann Mischtemperatur. Keine direkte Kältebrücke, also wird das Problem mit irgendwie so anrostenden Teilen wegfallen. Hier sieht man auch den geplanten Dachaufbau. Was ich mir überlegt habe, ich habe eben bei meinem aktuellen Wagen auch schon Solarpanels oben drauf. In Zukunft möchte ich Solarpanels gleich so als Dachverkleidung nutzen. Das heißt, nicht wie man es jetzt so bei nachgerüsteten Häusern macht. Man hat ein Ziegeldach, da kommt ein Abstandshalter drauf, kommt eine Platte drauf, ein Solarpanel drauf. Nee, sondern warum nicht gleich das Solarpanel als Außenhaut nutzen? Gibt's auch schon, auch inzwischen am kommerziellen Markt. Hier eben halt ein ganz normales Solarmodul nehmen, mit Abstandshaltern eben zu einem aufs Dach draufsetzen. Und eben das Dach wird auch so aufgebaut, eben dass ich außen dann diese harte Holzfaserplatte habe, hier so ein bisschen dunkler eingezeichnet. Ich springe nochmal zurück, das ist hier die Holzfaserplatte fest. Die kommt dann eben halt auch aufs Dach, darauf Abstandshalter, dann die Solarpanels. So, bei meinem alten Projekt habe ich damals, als ich es gebaut habe, schon gedacht, okay gut, ich habe den Boden vom Lastwagen eh neu aufgebaut. Also warum nicht mal ein Experiment starten? Ich baue mal eine Fußbodenheizung rein. Ich habe damals eben dann einen Dieselbrenner, eine Standheizung genommen und den Lastwagen geschraubt und habe in den Boden, als ich ihn neu aufgebaut habe, dann eben normale Verbundrohre reingelegt. Das sind so Kunststoff-Alu-Verbundrohre, die kann man in relativ knappen Winkeln biegen. Und vor allen Dingen sind sie relativ lang. Das heißt, ich konnte sozusagen, ich habe vermieden, eben halt irgendwelche Anschlussstücke im Boden drin zu haben. Sondern die Rohre gehen von oben anschließbar rein in den Boden und kommen auch erst dann wieder raus. Dann kommt das nächste Anschlussstück dran. War damals so ein Experiment und es funktioniert relativ gut. Damals habe ich aus Kostengründen halt eben noch eine Verteilungsplatte weggelassen. Also das heißt, es wird teilweise ein bisschen punktuell heiß. Was für mich auch interessant war, ich wusste noch nicht genau, als ich es gebaut habe, ob ich eben so einen Mischer noch reinbauen muss. Normale Fußbodenheizungen in Wohnungen, die im Estrich verlegt sind, haben eine gewisse Temperatur, die kann man nicht zu heiß fahren, weil eben der Estrich die Wärme ziemlich gut in den Boden überträgt. Ich glaube, die werden, was ich, mit 20 bis 30 Grad Wasser betrieben. Ich gehe hier allerdings mit 60 bis 70 Grad teilweise sogar rein, habe allerdings ein normales Parkett verlegt. Das heißt, die Wärme geht langsamer durch den Boden und das Wasser geht dann eben mit 60, 70 Grad rein, fließt durch den Boden durch, beziehungsweise es geht zuerst in den Konvektor. Ich habe so einen Hals, also wie so eine Wasserheizung an der Wand hin montiert. Da wird es ein bisschen runtergekühlt schon mal, gibt ein bisschen was in die Luft ab. Dann geht es in den Boden rein und danach nochmal einen Wärmetauscherboiler rein. Genau. Und wie gesagt, ich habe es geschafft, jetzt bei dem alten Projekt eben, es hat es ergeben, ich brauche keinen Vormischer. Es läuft mit dem Aufbau ganz gut durch, bloß die Wärmeverteilung ist nicht ganz gleichmäßig. Das heißt, in dem Boden habe ich so ein paar Stellen, sind wärmer, ein paar sind nicht ganz so warm, aber läuft schon ganz gut. Jetzt, die Erfahrung fließt ins neue Haus rein. Hier unten habe ich auch wieder, na, hier mal sehen, die Rohre im Boden. Allerdings, diesmal habe ich vor, eine Platte drauf zu machen, eine Metallplatte, Alu. Das heißt, die Wärme wird besser verteilt. Auch eine weitere Verbesserung ist, bei dem alten Konzept hier habe ich teilweise bewusst Ecken ausgespart, wo ich sage, okay, da kommt ein Vorratsschrank drauf, ich möchte meine Vorräte nicht unbedingt immer hochheizen. Ist allerdings ein Fehler, weil natürlich kalte Ecken, gibt es Feuchtigkeit, muss man wieder aufpassen, kann schimmeln. Deswegen hier beim neuen eben bis in die Ecken, teilweise überlege ich sogar, das noch ein bisschen in die Wand hochzuziehen, dieses warme Blech, dass die Luft am Boden erwärmt wird. Die Möbel in Zukunft haben halt eben auch einen Abstand zum Boden hier, dass die Luft durch kann und am Rand hinter den Möbeln aufsteigen kann. Das transportiert dann eben halt Feuchtigkeit weg und die Ecke ist auch schön trocken und gut beheizt. Jetzt ist die Frage,
wie kriegt man die Wärme rein? Ich habe jetzt in meinem aktuellen Projekt eben halt schon einen Holzofen drin, einen kleineren, so einen Werkstattofen. Jetzt ist der Punkt, ich habe gedacht, naja, so ein bisschen größer mit auch noch einem Backofen drin, wäre nicht schlecht. Ich habe jetzt mehr Platz, ich kann ein bisschen mit dem Gewicht mehr was reinpacken. Also Dachbodenfund besorgt, so ein Teil. Und das wird reingestellt, das ist sozusagen die zentrale Wärmequelle. Der ganze Raum wird auch so ein bisschen ausgerichtet, dass das Ding in alle Richtungen auch strahlen kann. Das ist dann die direkte Strahlungswärme. Dann aber auch hat das Ding seitlich eine Wärmetasche. Früher wurde sowas immer benutzt, um da Wasser reinzutun, um dann immer warmes Spülwasser zu haben. Ich meine, euer Ofen ist ja von der vorletzten Jahrhundertwende. Die ersten Modelle der Richtung, der ist ein bisschen jünger. Auf jeden Fall wurde seitlich halt eben immer warm Wasser bereit gehalten. Das Ding möchte ich jetzt nutzen und Heizwendeln reinbauen. Das heißt, ich werde ein Kupferrohr nehmen, in Spiralen biegen und da reinhängen in das Wasserbad. Das heißt, mir überhitzt meinen Kreislauf nicht. Und ich kriege wahrscheinlich dann immer so, je nachdem, wie lange ich den Ofen laufen lasse, Wasser 60 bis 100 Grad in meinen Kreislauf rein. Und auch wieder ein Experiment. Es wird sich zeigen, wie es dann funktionieren wird. Eventuell dann doch noch Mischer dazwischen hängen. Mal gucken. Und alternative Möglichkeiten sind natürlich dann noch, auch vielleicht mal so eine selber gebastelte Solarpanel aufs Dach zu hängen. Ist eigentlich nichts anderes als ein Glaskasten mit einem Wasserrohrschlange durch. Auch da, bei sonnigen Tagen, vielleicht so was ich im Winter, wenn mal doch Sonne ein bisschen runterkommt, aber die Luft draußen noch kalt ist, die Wärme aus diesem Glaskasten runterziehen in den Fußboden. Bei meinem aktuellen Projekt habe ich halt eben dann, wie Sie rechts oben sehen, schon so einen kleinen Wärmetauscher drin. Beim nächsten, der wird ein Tick größer, eben halt um die Wärme aus Ofen und aus dem Dachkasten, optional, in diesen Wärmetauscher reinzukriegen. Da aber auch sozusagen die Wärme wieder für die Fußbodenheizung rauszuziehen und auch die Wärme für Dusche und was weiß ich, was noch ich brauche. Jetzt kommen wir zum Thema Design und Raumaufteilung. Also man kann jetzt sehen, der Ofen ist hier schön zentral drinnen. Es ist so, dass er eben in alle Bereiche abstrahlen kann. Links blau, so der Schlafraum. Jetzt bei dem neuen Projekt auch abtrennbar mit so Schiebetüren. Dann rechts ist der Eingangsbereich. Hier eben so 1,5 Stockwerke. Ich möchte so einen kleinen Arbeitsbereich haben, das ist da, wo der Stuhl ist. Und unter dem Stuhl, was so blau gestrichelt eingezeichnet ist, ist ein Wassertank. Das ist immer ein bisschen dieser Autarkie-Gedanke, dass man halt eben auch mal ja, das Ding vollfüllt, eventuell mit gefiltertem Wasser. Jetzt aktuell beim Standplatz wahrscheinlich einen Brunnen einfach mit Pumpe Wasser reinfüllen. Und genau. Und rechts eben halt ist dann ziemlich verschachtelt ein kleines Bad. Wenn man reinkommt, gleich links das Waschbecken, Duschwanne und dann eine Kompost-Trenntoilette hier rechts. Trenntoilette ist ein Ding, da wird der Urin durch einen Trichter abgeschieden und die Feststoffe getrennt gesammelt. Somit kann man das Ganze auch besser kompostieren. Urin kann man zum Beispiel verdünnt auch wieder als Nitratdünger benutzen. Und die Feststoffe kann man kompostieren lassen. Ist dann auch relativ geruchsarm, dennoch kriegt es einen Entlüftungskamin dran, der so was ich mit einem kleinen, langsam laufenden PC-Gebläse eben die Luft immer rauszieht aus dem Ding, um halt eben seinen Geruch nicht in den Innenraum kommen zu lassen. So soll das Ding von außen aussehen, mal so eine Skizze. So ein paar Panels mal drauf gemalt. Auch vorne halt eben wieder schön groß eine Balkontür, weil ich es doch irgendwie schätze, wenn die Sonne reinkommt in den Innenraum und einfach auch so innen drin alles ein bisschen anwärmt. Soweit zum Konzept. Das ganze Ding werde ich wohl jetzt diesen Sommer anfangen zu bauen. Vielleicht steht der Rohbau bis zum Herbst, fährt er schon weiter. Und soweit, so gut. Jetzt gerne Fragen, dann können wir auch ein bisschen so schauen, welche Themen Sie auch am meisten interessiert. Ob es jetzt irgendwie Wasserversorgung ist, Stromversorgung, Toilettensystem und so weiter und so fort. Martin, wenn du mit dem Mikrofon rumreichen magst. Gerne. So, gibt es Fragen zu dem Vortrag? Da ist die erste. Servus. Wie sieht das mit irgendwelchen Genehmigungen oder sowas aus? Irgendwie, man kann den ja nicht irgendwo hinstellen. Ja. Genau, das Ganze ist in Deutschland immer noch ein Problem eben, das gleiche, was auch Wikihaus betrifft.
Baugenehmigung für so ein Ding, ja, wenn es ein festes Fundament hat und man es offiziell anmeldet und so weiter und so fort, dann kann man so ein Ding jetzt auch ohne Anhänger irgendwo hinstellen. Muss natürlich alles genehmigen lassen, schauen und so weiter und so fort. Theoretisch machbar, auch Tiny Houses in Deutschland zu bauen. Braucht natürlich festen Grund, es muss ins Wohnbild passen und so weiter und so fort. Hier aktuell verfahre ich eher so nach dem Motto, es ist beweglich, ich stelle es auf dem Freizeitgelände ab und es wird offiziell nicht als Wohnraum genutzt. Es ist ein Atelierraum, es ist ein Aufenthaltsraum, es ist ein Freizeithäuschen im Endeffekt. Das ist so eigentlich der graue Bereich, den man nutzen kann. Das ist eine Frage. Haben wir weitere Fragen da hinten? Hallo, wenn Sie da so einen Ofen drin verwenden, wie lüften Sie da die ganze Zeit über? Bitte nochmal lauter. Ein Lüftungskonzept wegen dem Ofen zum Beispiel. Ja, also über den Ofen soll natürlich eine Abzugshaube sein. Es geht natürlich auch so, dass auch Klappen für Zuluft sind, dass halt eben der Ofen auch Luft reinziehen kann. Und natürlich, sobald man Holzofen verwendet, unbedingt Rauchmelder und CO-Melder rein. Auf jeden Fall. Weitere? Und noch kurz eine Ergänzung noch zu dem Lüftungskonzept. Dass der Ofen auch im Endeffekt Luft aus dem Innenraum rauszieht, nach außen abgibt, zieht ja auch wieder trockene Luft von außen nach. Das heißt, du hältst auch den Innenraum trocken. Merke ich aktuell bei meinem jetzigen Konzept. Da ist einfach ein guter Spalt unter der Tür. Es zieht unten Luft rein, Luft geht raus. Das heißt, bei wirklich richtig kalten Wintertagen habe ich kaum Feuchtigkeitsprobleme im Innenraum, weil einfach immer wieder trockene Luft nachgezogen wird. Also ein spannendes Thema. Wir haben drei weitere Wortmeldungen. Ja, du hast jetzt da dein eigenes Projekt gehabt. Mir geht es um die Modularität. Wenn ich mir sowas bauen will, fände ich das natürlich ganz toll, wenn es eine Community gibt und ich lerne jemanden kennen und vielleicht können wir unsere Häuser dann nachher zusammenstellen, dass man es erweitern kann. Gibt es da schon Pläne oder eine Gemeinschaft? Noch nicht. Nee, das ist erstmal so mein Projekt im Endeffekt, was natürlich dann auch irgendwie mal sich mit meinem Wikihaus zusammentun kann. Ich denke mal, gerade so im Bereich Entsorgung, Versorgungssysteme kann man bestimmte Ideen austauschen und auch einfließen lassen, dann aus meinen Erfahrungen in Wikihaus. Modular kann man so ein Ding natürlich schon bauen, also letztendlich diese Balkontüren, die hier vorne drin sind, kann man auch was dagegen stellen zum Beispiel. Es spricht ja nichts dagegen, mehrere solche Dinge zu koppeln, wenn man mal es irgendwann größer haben will. Wie ist die Wasserversorgung und Entsorgung gelöst? Also jetzt ist es so geplant, es gibt so einen kleinen Pumpbrunnen, da kann man Brauchwasser rausziehen und eben halt Elektropumpe, Tauchbrunnen, dann den Wassertank vollfüllen und dann reicht es erstmal wieder für eine Weile. Entsorgung halt eben, man kann dann so ein Freizeitgrundstück auch ein Abwasserrohr hinlegen lassen, es gibt Freizeitgrundstücke mit Abwasser. Ansonsten halt eben gibt es auch die Möglichkeit, noch Schilfkläranlagen zu bauen und so weiter und so fort. Wie bitte? Tiefe von was? Also soll Tiefe? Also Sie pumpen das Wasser auf seinem Brunnen? Genau, ja. Und wie tief gehen Sie dabei? Hängt vom Gelände ab. Also es ist immer die Frage, wann das Grundwasser kommt, wie viel man auch darf, wie tief man darf. Da gibt es auch wieder Beschränkungen. Brunnen dürfen nicht beliebig tief privat gebohrt werden. Dementsprechend. Also in Ihrem privaten Fall jetzt? Wie bitte? In Ihrem eigenen Fall? In diesem Fall ist es sehr, sehr gering. Das ist sowas nicht so 1-2 Meter runter, da kommt schon Wasser. So, wir haben eine weitere Wortmeldung. Wie ist es mit der Heizanlage? Sie dürfen die wahrscheinlich nicht während dem Transport montiert haben. Sie müssen die, glaube ich, abmontieren. Also ist das richtig? Da gibt es nämlich so Einschränkungen. Bei dem Projekt hier ist überhaupt kein Problem. Das Ding ist ja nicht bewohnt, wenn nicht transportiert wird. Das wird in einer Art Transportzustand alles zugeklappt. Die Fenster außen werden verrammelt wegen Glas und so weiter. Es wird auf dem Anhänger gut gesichert. Und dann ist eine Ladung im Endeffekt. Wie wenn Sie einen Wohncontainer von A nach B fahren. Also das heißt, Sie brauchen dann nicht extra eine TÜV-Abnahme dafür? Nein. Okay. So. Ich habe jetzt gar keine Frage, sondern eine Anmerkung, weil ich bin ein bisschen zu spät zum Vortrag gekommen, weil ich ja im anderen Vortrag war. Und die hatten dort einen Biomeiler vorgestellt, der eine Bibliothek in einem Gemeinschaftsgarten mit einer Fußbodenheizung beheizt, sodass sie im Winter benutzbar ist. Das Projekt hieß Ab geht die Luzi, das ist ein Gemeinschaftsgarten in Bremen und das Kollektiv Percy oder so. Also kann man vielleicht da oben mal fragen, wenn das von Interesse ist. Generiert Strom, beziehungsweise generiert Heizung und danach Kompost. Genau, ja, das ist so ein großer Kompost, ich kenne das System. Ja. Freunde von mir haben irgendwie sowas oben am Zukunftspark Nieglitz aufgebaut, auch einen großen Biomeiler.
Braucht allerdings ziemlich viel Platz und auch ziemlich viel Biomaterial. Gut, kann man sich organisieren. Jetzt, wo ich stehe, passt so ein Ding leider platzmäßig nicht hin. Weil wir haben ein neues Konzept, ein Kubikmeter, ganz was Kleines. Ah, okay, das müsst ihr doch mal nachschauen. Genau. Danke für den Hinweis. Also haben wir hier eine interaktive Vernetzung zwischen den Vorträgen. So haben wir das gerne. Haben wir denn noch weitere Wortmeldungen? Haben ja doch einige Fragen. Ah, Entschuldigung. Eine kleine noch. Wann denkst du denn, wie lange dauert das Ganze, bis du fertig wirst, also planmäßig? Du willst ja im Sommer anfangen? Genau, bei mir ist es im Endeffekt ein Hobby. Das heißt, ich mache so ein bisschen, wie ich gerade die Motivation habe und wie gerade mir so meine anderen Projekte reinpasst. Aber ja, ich denke mal, Rohbau bis Winter, einfach, dass das Ding auch wetterfest ist und mir nicht weggammelt. Und mal gucken, vielleicht kommen wir auch noch weiter. Das ist so, ich denke mal, so jetzt in diesem und nächstes Jahr so sollte es dann fertig werden. So. Noch eine Frage, was hast du da für Möglichkeiten, um das zu bauen? Also Werkstatt und Werkzeuge? Also ich mache das Ganze auf sehr, sehr simpler Basis. Bei meinem Lastwagen zum Beispiel habe ich es überwiegend mit Stichsäge gemacht, einer alten Kreissäge. Im Freien, oder? Ja, im Freien. Also das wird auch jetzt nicht viel anders werden. Also ich arbeite mit überschaubar dicken Materialien. Die Balkendicke wird wahrscheinlich maximal. Also ich habe den Fußboden schon ziemlich lange und dicke Balken. Da sind doch mal welche mit 14 mal 7 drin, dass einfach das Ding, sie nicht, wenn ich es mal abstelle, sie nicht komplett verwindet. Die Wände werden aus eher dünneren Balken gebaut und teilweise sogar mit Japansägen. Also die gehen schön präzise, auch per Hand sogar. Also viel Handarbeit auch. Okay. Da haben wir noch eine. Doch ein Vortrag, der viele Fragen aufgeworfen hat. Ja, ich habe mir schön knapp gehalten, um dann Raum für Fragen zu haben. Wie ist es mit der Positionsänderung? Also wie oft ändern Sie die Position von... Sie haben sowas schon mal gebaut? Ja, genau. Also das alte war ja auf dem Lastwagenbasis, weil eben nur da noch nicht ganz klar war, wie oft sich um... Wollte ja auch erstmal flexibel sein. Das habe ich teilweise jeden Tag umgefahren. Ich war mit dem vorigen Projekt auch in Norwegen unterwegs und bin da rumgereist, wie mit dem Wohnmobil. Okay. Jetzt, wo es zum Beispiel länger steht, denke ich mal, brauche ich einen Tag, um es fahrfertig zu machen, das alte. Das Ding hier, was ich jetzt baue, ist eher so, das soll mal alle zig Jahre umgestellt werden. Also das jetzt irgendwie jedes Jahr umzustellen, ist ein Act, weil doch mal, zumindest die Regale werden jetzt nicht fahrsicher gebaut. Das heißt, ich muss die Regale ausräumen und so weiter und so fort. Ich muss die ganzen Sachen lösen und Wasser ablassen und so weiter und so fort. Weitere Wortmeldungen oder Fragen? Keine mehr? Gut, also... Ich hätte noch eine Frage. Wenn du ein neues Projekt anfängst, blutet dir nicht das Herz beim Alten, weil da bist du ja jetzt gerade zu Hause? Also ich werde natürlich den Lastwagen behalten, aber wird dann eher so im Status eines Reisemobils oder eines Hobbyzimmers dann erhalten. Also verkaufen werde ich meinen Lastwagen wohl ziemlich sicher nicht, weil ich habe doch viel Geld und Herzblut reingesteckt. Und diesen ideellen Wert wird mir keiner zahlen. Deswegen, der wird es wahrscheinlich eher unverkäuflich. Okay, da dachte ich es mir. Also, davon trennt man sich einfach nicht mehr, oder? Jetzt gibt es doch noch eine Frage. Sehr gerne. Nee, keine Frage. Also wir hatten ja immerhin schon eine Dame, die was gesagt hat. Aber gut, Männchen sind vielleicht die Nestbauer bei uns. Das ist bei Menschen wohl immer noch so. Gibt es irgendwelche Wünsche von den Frauen dafür? Oder wollen sie damit anpacken? Nix? Okay, danke. Gut, ansonsten wollte ich noch sagen, ich bin überlegen, ob wir eine Website dazu starten, einen Blog, das ist noch nicht ganz klar. Wer informiert werden möchte, falls ich sowas starte, bitte gerne meine E-Mail-Adresse aufschreiben, mir eine E-Mail schicken, dann informiere ich. Vielleicht mache ich auch ein Newsletter, deswegen einfach gerne mal E-Mail schreiben, sagen, bitte, wenn ein Newsletter kommt, mich eintragen oder wenn ein Blog kommt, bitte gerne mich auch informieren. Gerne abschreiben. Sebastian, du sprichst da ein Thema an, was mich so ein bisschen überleiten lässt zu dem nächsten Redner, wobei wir allerdings jetzt ein bisschen Zeit noch haben. Der nächste Vortrag beginnt erst in 9 Minuten, aber du hast jetzt gerade angeboten, man kann dich anschreiben. Wie sieht's denn aus mit Dokumentation bei dir? Also hast du auch Ambitionen, dein Wissen, was du ja angesammelt hast, auch allgemein zugänglich zu machen? Wie sieht das bei dir aus? Also so in groben Überblicken, wahrscheinlich dann ein Blog.
für Details, Geschichten und so weiter, spiele ich mit dem Gedanken, wenn das Ding mal einen guten Stand erreicht hat oder vielleicht sogar fertig ist, vielleicht sogar zu professionalisieren und halt eben Beratung, Konzepterstellung anzubieten, Leuten helfen, sowas, die selber was bauen wollen, dann das zu gestalten und mit Technikwissen zu versorgen. Ist aber noch Zukunftsmusik, noch bin ich dann nicht selbstständig, als selbstständiges Unternehmen angemeldet. Aber kommt vielleicht. Also das ist tatsächlich auch eine Geschäftsidee, dass du das richtig als Consultant dann auch anbieten kannst. Das wäre so eine Überlegung. Ich meine, der Markt, es gibt schon einiges am Markt. Mal gucken, wie es ist. Ich meine, jetzt erstmal mache ich es einfach, weil es mir Spaß macht. Noch nicht so sehr das Geschäftliche dahinter, sondern einfach erstmal, das Ding möchte ich bauen, ich möchte es auch bewohnen und als Meisterstück. Und dann gucken wir mal, wie viel Bedarf da ist. Deswegen teile ich jetzt schon mal meine E-Mail-Adresse. Wer auch Beratungswunsch hat, kann mich auch jetzt auch schon anschreiben und ich denke mal dann vielleicht zum nächsten Make Munich mache ich dann mal einen Startup-Vortrag vielleicht oder zum übernächsten. Ja, wow. Also das ist ja für uns auch immer ein wichtiges Thema, vom Maker zum Unternehmer zu werden, aber jetzt haben wir noch eine aktuelle Wortmeldung. Noch eine Frage zum Abschluss, ist es jetzt dein erster und einziger Wohnsitz, der LKW und dann das... Also ich habe den Lastwagen nämlich das so als inoffiziellen Hauptwohnsitz, ja. Also ich halte mich die meiste Zeit in meinem Lastwagen auf, ja. Okay. Gut, jetzt die letzte Chance, dem Sebastian noch eine Frage zu stellen. Ah, und schon geht wieder eine Hand nach oben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen persönlich die Frage, aber wie kommst du sonst so über die Runden? Also wie verdienst du dein Geld? Bist du selbstständig oder bist du angestellt? Also ich bin noch angestellt in Teilzeit. Aha. Genau, Teilzeit eben. Also mir ermöglicht der Wohnstil, den ich auch bewusst gewählt habe, auch diese Freiheit, die ich mag und diese Nähe in der Natur. Mhm. Weil ich bin ja doch sehr nah an der Natur jetzt mit diesem Wohnstil und auch ein bisschen mehr wieder an den Elementen. Also wo kommt Wasser her, wo kommt sonst irgendwas her? Holzofen einheizen, Brennholz machen, hat einen Nebeneffekt, ist es günstigerer Lebensstil. Mhm. Und damit muss ich auch nur noch Teilzeit arbeiten. Das ermöglicht mir eben hier auch wieder Hobbys auszuleben, wie das nächste Ding zu planen, wie bei der Make Munich Messe mitzumachen oder auch noch andere Hobbys zu verfolgen. Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Würdest du sagen, dass du mit deiner privaten Zeit, dass die dir letztendlich mehr Einnahmen verschafft, jetzt mal egal, ob das Geld oder Zeit. Mhm. Also glaubst du, dass deine persönliche Zeit wesentlich produktiver ist als die als Angestellter? Kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Ich meine, es ist immer die Frage, wie man mit dem Leben arbeitet und wie die Kultur ist. Also für mich persönlich ist es befriedigender. Also ich fühle meine Zeit einfach, fühle mich so wohler. Frage beantwortet, danke. Also ich denke, das geht ja hier auch um wichtige Fragen, die sozusagen auch im Maker-Movement ihren Anfang finden. Also ich glaube, viele Maker fragen sich auch, ist das Leben, wie es so vorgegeben ist, wie es einem möglicherweise die Werbung suggeriert, dass wir alle reich, schön und erfolgreich sein müssen, ist das überhaupt das Ziel, was wir machen wollen? Oder sind wir Maker genug, auch einfach mal Dinge auszuprobieren, die jetzt vielleicht auch in breiten Schichten der Gesellschaft jetzt erstmal hoch, geht das überhaupt noch? Solche Fragen erzeugen. Und es gibt Alternativen und das ist ja auch das Besondere, auch gerade wenn Maker zum Unternehmer werden, dass sie eine Nische gefunden haben, die plötzlich andere erstmal die Augen öffnen. Ach so, es geht ja auch ganz anders, als alle anderen es gemacht haben. Würdest du dem zustimmen? Ja, schon. Also gerade so durch das Do-it-yourself, Basteln und so weiter, probiert man neue Sachen aus. Und ja, sei es Wohnkonzepte, sei es irgendwelche Biomeiler, andere Heizkonzepte, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Spannende, dass Innovation eben nicht mehr wie gewohnt nur von Unternehmen kommt, sondern jetzt auch immer mehr verstärkt von Makern. Und durch die Vernetzung, durch solche Veranstaltungen wie hier, durchs Internet, auch eine gewisse Verbreitung finden sollen. Ja. Eine Frage noch. Wo wäschst du? Wo und wie? Es gibt Waschsalons. Die kann man nutzen. Weil Waschmaschine, da brauchen wir auf jeden Fall einen guten Abwasseranschluss, weil die produzieren doch viel fiese Seifenlauge.
Da brauchen wir entweder eine riesen Pflanzenkläranlage. Gibt es auch Projekte, die so einen ganzen Abhang mit Schilfanlagen vollgemacht haben. Die kriegen richtig sauberes Wasser raus und können dementsprechend auch Waschmaschinen betreiben. Aber ja, normalerweise Waschsalon oder normaler Hauswasseranschluss. Okay, Sebastian, vielen Dank. Die Zeit ist jetzt tatsächlich um. Danke, dass du da warst. War sauspannend. Danke.